very big honor to announce our first celebrity speaker. Not a real rock star, but the biggest German television network, RTL, calls him one of the leading social media and online marketing consultants. He has authored 11 books, given keynote speeches in 17 countries, and has been ranked the most influential German digital marketing expert twice. His current book, Manual Generation Z, was recommended by the Frankfurter Allgemeine Zeitung. And you are now about to learn what this generation is about. Give a big applause, big clapping of your hands to Felix Beilharz. Welcome on our stage, Felix. Felix! Love you. Woo! Thank you very much. We're going to skip to German now. Ist Deutsch okay für euch? Cool. Wer von euch gehört denn zur Generation Z? Mal die Hand hoch, bitte. Generation Z. Ingrid, ja. Ist eine gefühlte Wahrheit auch irgendwie, ne? So ein bisschen. Das kann man ganz leicht rausfinden mit einem kleinen Experiment. Stellt euch vor, ihr geht an einer vielbefahrenen Straße entlang. Ja, vier Spuren, Lärm, viele Autos. Und auf der anderen Seite seht ihr einen alten Bekannten, eine alte Freundin. Und ihr würdet gerne was zurufen, aber es ist viel zu laut, funktioniert nicht. Also müsst ihr eine Geste machen, die ihr sagt, hey, ich rufe dich nachher an. Welche Geste macht ihr über die Straße rüber? Macht mal die Geste, die ihr macht und sagt, hey, ich rufe dich nachher an. Na, ich sehe einige, die machen den hier. Wenn ihr den hier macht, ja, dann nicht Generation Z. Ja. Das sind die, die kennen das so nicht mehr. Ja. Das ist eine andere Welt. Und das ist spannend, weil die sind in einer anderen Welt groß geworden. Komplett durchdigitalisiert von Anfang an. Und das wirkt sich auf Verhalten aus und auf Wünsche und Einstellungen aus und auf das Leben einfach aus. Und das muss man ein bisschen verstehen, um mit denen besser umgehen zu können. Und darum geht es hier in den nächsten 20 Minuten, wie ihr mit denen besser umgehen könnt und wie ihr besser verstehen könnt, wie die so ticken. Generation Z, wenn man es mal wissenschaftlich angeht, sind das die, die so Mitte der 90er geboren sind, 95, 97 bis 2010, 2012 ungefähr um den Dreh. Also die sind jetzt ungefähr so 10, 11, 12 bis Ende 20. Also klassisch so 14 bis 29, das ist die Generation Z. Die ticken anders. Das sind die, für die der Satz, hey, geh aus dem Internet, ich muss telefonieren, einfach so gar keinen Sinn mehr ergibt. Ja, um die geht es heute. Weil es gibt einen Graben zwischen denen und uns. Und das ist wichtig zu verstehen, um mit denen besser interagieren zu können. Denn wir sind alt und verstehen die Jungen oft nicht mehr. Haben wir gerade schon ein paar Mal Beispiele gehört, dass es doch diesen Graben gibt. Ein Beispiel dafür ist das hier. Das würde ein 14-Jähriger nicht mehr verstehen. Was macht denn der Mensch da? Wer hat das in seinem Leben mal gemacht hier? Hand hoch? Ja. Okay. Das ist schon mal der erste Graben, der passiert. Wer hat das noch nie gesehen hier? Hand hoch? Ja, cool. Ja. Ehrlich, ernsthaft? Nie eine Maus ausgewaschen? Krass. Du, weil du zu jung bist dafür. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ja, okay, cool. Du bist mein Referenzobjekt jetzt hier, okay? Wir gucken mal, ob die Aussagen stimmen, die ich jetzt mache. Pass auf. Da habe ich nur für dich ein paar Geräusche mitgebracht, für euch auch. Ihr dürft mal gucken, ob ihr die Geräusche versteht, okay? Ob ihr das nachvollziehen könnt, was da gerade passiert. Achtung, los geht's. Ja, nein? Okay. Achtung, Achtung. Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr 41 Minuten und 40 Sekunden. Das ist der hier jetzt, ne? Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm des deutschen Fernsehens ist damit für heute beendet. Ein Blick noch auf die Uhr. Es ist jetzt 0 Uhr 45, Viertel vor 1. Und damit gute Nacht. Dankeschön. Ja, dann war halt vorbei im Fernsehen. Ja, dann war Sendeschluss. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, dass halt einfach einer entschieden hat, dass um Viertel vor 1 nachts halt einfach vorbei ist. Und nächsten Morgen geht es dann weiter. Alle Geräusche erkannt? Wir haben früher wo angerufen, um zu erfahren, wie viel Uhr es ist. Und jeder Anruf kostet, glaube ich, 19 Pfennig. Weil ich wusste einer sogar die Nummer noch, deshalb bin ich auch raus dann. Na gut. Weißt du, was das hier ist? Das ist das Speichernsymbol, habe ich mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Cool, ne? Was ist das?
Diskette, okay. Wie viel Platz ist da drauf? Sag mal. Ja, ja, ja. Wie viel Platz ist da drauf? In deiner, was glaubst du? Speicherplatz. Schätz mal. Was würdest du sagen? Intuitiv, was passt da drauf? Hatte ich, das ist so krass. Hatte ich schon mal fast genauso von der 20-Jährigen. Das ist für die wenig. Ja, ne? Ist so. Ich habe gestern im Handy ein Video gemacht, gestern auf Ibiza. Das Video hat 3 Gigabyte. Ja? Da passt wie viel drauf? Weiß fast keiner mehr, lustig. 1,44 Megabyte. Das heißt, für mein Handy-Video brauche ich ca. 3000 davon, für ein Video abzuspeichern. Das ist eine andere Welt. So, und das macht was mit den Menschen, ne? Wenn man das nicht mehr kennt und einfach anders aufgewachsen ist, weil das ist vorbei. Ja, die Zeiten sind vorbei. Diesen Graben zu erkennen ist wichtig, weil dann ticken wir anders, haben wir gerade festgestellt. Und dann passiert Folgendes. Wir sehen den jungen Menschen, wie er sich verhält. Und da kommen manchmal ganz automatisch so ein bisschen negative Gefühle in einem hoch. Ja, so, ach, die jungen Leute, immer am Handy. Das Handy an der Hand festgewachsen, ey. Die können ja gar nicht mehr ohne. Sondern dieses, hat man automatisch so ein bisschen so, ja, immer nur am Zocken und so. Und dieses, ihr kennt das, ne? Das ist zum Teil sicherlich richtig, aber zum Teil ist das einfach Juvenoia. Juvenoia ist ein wissenschaftlich belegter Begriff. Das ist die Ablehnung der Älteren gegenüber dem, was die Jüngeren tun. Hat jeder von uns in sich. So ab Mitte 30 geht das los. Also Ingrid, bei dir geht es gerade so los. Ja. Ne? Das ist tatsächlich so. Das kommt automatisch im Alter irgendwann, wenn man so sieht, die Jungen verstehe ich nicht mehr, also wird das irgendwie schlecht sein, was die machen. Und das war immer schon so. Als ich jung war, da habe ich gerne ferngesehen. Was war die Warnung der Älteren vor dem Fernsehen? Viereckige Augen. Wie viele kennt ihr, wo das wirklich passiert ist? Wenige wahrscheinlich, oder? Ja. Aber es war halt die Warnung früher, weil es halt ein neues Medium war. Kannte man noch nicht so von früher und deswegen war es erstmal gefährlich. Na, dann kamen Computerspiele. Oh, die sind sehr gefährlich. Ja. Heute ist Handy, sehr gefährlich. Also etwas Neues ist immer erstmal gefährlich. Und die Jugend ist sowieso immer erstmal komisch, was die machen. Super seltsam. Ich habe neulich in der Bild-Zeitung was gelesen, fand ich sehr spannend. Habe ich mitgebracht für euch. Hier, Post von Wagner, immer gut für irgendwelche Glossen. Die heutige Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird niemals so sein wie die Jugend vorher, also wir. Und es wird ihnen niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Krasser Scheiß. Ach so, nee, das war jetzt ein Fehler, Mist. Das war gar nicht Bild-Zeitung. Nee, das stand hier drauf. Das ist kein Spaß. Das ist eine alte babylonische Steintafel, da stand das drauf. Vor 4000 Jahren. 4000 Jahre ist diese Aussage alt. Da hat die Jugend bereits nichts getaugt irgendwie. Und das ist auch kein Einzelfall. Ich habe noch mehr Aussagen mitgebracht. Ihr dürft mal raten. Ich werde irgendwas krass überziehen, das ist okay, oder? Cool. Ihr dürft mal raten, von wann diese Aussagen stammen, okay? Achtung. Die Schüler achten Lehrer und Erzieher gering. Überhaupt. Die Jüngeren stellen sich den Älteren gleich und treten gegen sie auf in Wort und Tat. Wann war das? 60er Jahre, sehr schön. Fast, ja, knapp daneben. Die Frage ist, welche 60er? Das war 400 vor Christus ungefähr, das war Platon. Aber jetzt vielleicht. Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und entsetzlich anzusehen. Hat man gesehen, was die anhaben, wie die rumlaufen da draußen? Unglaublich. Wann war das? Aristoteles, fast, ja, sehr gut. Ja. Ist auch schon knapp 2000 Jahre her, ein bisschen mehr. Da war die Jugend, sah bereits komisch aus, hat sich nicht unseren Bräuchen angepasst quasi. Ist das nicht komisch irgendwie? Aber jetzt stimmt es wirklich, ne? Nicht vergessen, jetzt stimmt es wirklich. Okay, noch einen. Knapp 50% aller Lehrlinge zeigen mangelhafte oder stark defizitäre Leistungen in der Mathematik. PISA-Studie und so, wann war das? Heute? 1965, jetzt haben wir die 60er. Ja. DIHK-Zeitung war das. Und das Letzte. Fehlende Disziplin, mangelnde Leistungsbereitschaft, geringe Belastbarkeit. Die Azubis machen unseren Unternehmern Sorgen. Wann war das? Jetzt? Das war 2011. Und das waren die Millennials, die damals jung waren, also meine Generation. Der sagt zu mir, ich bin nicht belastbar, keine Disziplin und mangelnde Leistungsbereitschaft. Also irgendwie scheint sich da ein Muster zu ergeben, oder? So über die Jahrtausende hinweg. Vielleicht stimmt das gar nicht so wirklich. Vielleicht sind wir einfach älter und erwarten Dinge von Jungen, die sie nicht liefern können, weil sie jung sind. Und vielleicht waren wir auch gar nicht so cool, wie wir glauben damals.
Weil den Satz, die Jungen von heute sind super, ich wünsche, wir wären damals auch so gewesen, hat noch nie eine Generation gesagt über die Jüngeren. Das gab es noch nie. Es ja, ist immer so, dass wir früher irgendwie anders waren. Das ist einfach ein Teil Juvenoja. Muss man sich klar machen. Man muss nicht alles gut finden, was sie tun, aber ein Teil ist einfach, weil wir alt geworden sind und die eben noch jung sind. Und das Schöne ist, die werden genauso über die Jungen reden in ein paar Jahren. Das geht weiter. Ne? Das ist also nichts, was aufhört. So, um das zu verstehen, hier muss Bildzeitung, ganz schön, aber Original-Bildzeitung. Im Schulbus wird geschubst, im Netz gepöbelt, am Esstisch rumgesaut. Wo ist der Anstand hin? Das ist Original der Stein da gerade eben, nur halt 4000 Jahre später. Das ist nichts anderes. Irgendwie scheint sich ein Muster zu ergeben. So, wie ticken die eigentlich? Wir gucken uns mal ein paar Vorurteile an, ob die standhalten, der Studienlage da draußen. Was hört man über die Jungen, was werfen wir denen vor? Was sind so typische Floskeln von Unternehmern oder von Arbeitgebern oder von Führungskräften gegenüber die Jungen? Kein Bock auf Arbeit. Fangen wir damit an gleich. Die wollen gar nicht mehr arbeiten. Das Erste, was dir eingefallen ist, ne? Die wollen gar nicht mehr arbeiten. Wer hat das schon mal gehört oder gesagt? Oder kennt jemand, der schon mal gesagt hat? Ja, soll es vielleicht geben. Ist das so? Also, die Aussage stimmt, aber, die wollen gar nicht mehr arbeiten, stimmt. Die Frage ist nur, wer ist die? Denn die sind alle. Spannende Studie vom IAB, 10.000 Befragte, also eine große, valide Studie, die sagt Folgendes. Hier haben wir Männer, da haben wir Frauen. Wir lassen die Studenten weg, also nur ohne Studenten. Studenten ist ein anderes Thema. Hier sind die Frauen, hier sind die Männer. Das Hellgrüne ist das, was sie arbeiten. Das Dunkelgrüne ist, was sie arbeiten möchten. Und man sieht, alle Altersklassen möchten gerne weniger arbeiten, als sie es tun. Alle. Aber das Witzige ist, bei den Jungen ist der Gap hier am kleinsten. Das heißt, eigentlich wollen die Alten weniger arbeiten, nicht die Jungen. Die wollen auch weniger arbeiten. Und dann sagen wir, ja, die Jungen wollen nicht mehr. Aber wenn man weiter fragt, trifft es auf alle Altersklassen zu. Alle wollen weniger arbeiten, als sie es tun. Eine Ausnahme gibt es. Es gibt eine Gruppe, die wollen mehr arbeiten, als sie es tun. Eine einzige Ausnahme, das sind Frauen in Teilzeit. Die würden gerne mehr arbeiten. Alle anderen, egal wie alt, egal wie Geschlecht, würden, also das stimmt, aber das ist ein Phänomen der Gesellschaft, hat nichts mit Jugend zu tun. Alle wollen nicht mehr arbeiten. Das ist ein Problem übrigens, ja, für unsere Wirtschaft, aber es ist halt so, das hat mit den Jungen nichts zu tun. Man vergisst nur, die Alten auch zu befragen. Da kann man auf die zeigen, die wollen nicht arbeiten. Ja. Dass ich nicht arbeiten will, ist irgendwie, habe ich vergessen. Also das stimmt, aber es stimmt eben für alle. Zweitens, die sind dauernd krank. Auch sowas, die machen immer krank. Beim Kleinsten, möglicherweise haben sie eine Grippe hinterher und sind nach 14 Tagen nicht da. So ganz immer krank. Stimmt das? Dann gucken wir mal. Auf den ersten Blick stimmt das. Große Studie von der Techniker Krankenkasse, die sagt hier, das sind die Ausfälle pro Jahr. Das sieht man bei den Jungen mehr als bei den Älteren. Ja, bei den ganz Jungen viel mehr, dann ein bisschen weniger, aber immer noch mehr. Das ist hier die Gen Z, die fallen im Schnitt mehr aus im Schnitt als die Älteren. Ja, von daher könnte man sagen, ja, stimmt. Aber auch hier wieder lohnt sich ein Blick ein bisschen tiefer rein. Denn das sind nur die Ausfälle pro Jahr. Wie lange fallen die denn pro Ausfall aus? Und dann sieht man ein ganz anderes Bild. Die Alten fallen viel, viel, viel länger aus als die Jungen. Wenn man das kombiniert, also Ausfalltage mal Anzahl der Ausfälle, ergibt sich folgendes Bild. Hui, es stimmt nicht. Die Jungen fallen, klar, ich falle am wenigsten aus. Ich bin der Coolste in der Gesellschaft, so, und ich bin leistungsbereit. Aber sonst die Jungen ein bisschen mehr, aber die Alten viel mehr. Das ist auch völlig okay. Aber die Aussage stimmt einfach nicht. Die Jungen fallen nicht mehr aus. Die wollen arbeiten und die machen auch nicht dauernd krank. Das stimmt einfach nicht. Die machen leicht häufiger krank, aber im Schnitt viel kürzer. In der Summe sind das die ab 40, die deutlich mehr ausfallen. Also, das ist ja alles eine gefühlte Wahrheit oft. Ja? Weil wir und die, dieses Juvenoja-Ding spielt da ganz, ganz groß mit rein. Noch eine dritte Aussage. Die wollen immer nur Work-Life-Balance und Spaß haben. Das ist für die am wichtigsten. So, die Arbeit ist für die gar kein Thema mehr. Hört man immer wieder. Stimmt das? Was glaubt ihr, was ist für die Wahl des Arbeitgebers am wichtigsten für junge Leute? Was glaubt ihr? Ist es wirklich Work-Life-Balance und Spaß? Was ist am wichtigsten? Was würdet ihr sagen, intuitiv? Geld. Geld? Was ja schon mal irgendwie nachvollziehbar wäre. Aber ist das so? Gucken wir mal. Geld? Entwicklung, die Menschen. Ja. Große Studie von Ernst & Young. Wir gucken uns nur drei, die Top 3 Faktoren an. Gibt noch mehr. Top 3 ist erstmal Arbeitsplatzsicherheit. Bei allen Generationen übrigens, aber bei den Jungen eben auch. Weil das sind die, die in der Krisensituation aufgewachsen sind. Gestapelte Krisen. Ja, die haben ja seit 15 Jahren nur gefühlt, nur Krise auf Krise auf Krise. Und die Wissenschaft sagt ihnen, in 10, 15 Jahren ist sowieso alles am Ende so mit Klimawandel. Damit sind die groß geworden. Für die ist Sicherheit ein wesentlicher Faktor. Der beliebteste Arbeitgeber der Gen Z ist wer?
Der Staat. Der Staat. Beamten wollen sie werden, weil es Sicherheit bietet einfach. Ne? Die Ehe ist wieder ein Thema. Ehe war in meiner Generation völlig unbeliebt. Jetzt nimmt es wieder zu, weil sie halt Sicherheit verspricht. Dann haben wir Geld, Gehalt. Und dann ist mein Mikrofon, da ist es wieder, check, check, alles gut. Ja. Und dann Stabilität, also eigentlich ganz nachvollziehbare Faktoren. Ja. Und dann kommt sowas wie Diversity am Arbeitsplatz, Homeoffice, Work-Life-Balance, kommt alles noch. Aber die Top 3 sind das nicht. Die Top 3 sind ganz normale, vernünftige Faktoren, die man als Arbeitgeber bieten kann und auch sollte vielleicht. Darum geht es eigentlich. Also man sieht schon, die haben keine Wünsche, die aus der Welt sind irgendwie. Gefühl, das mag es geben, um Gottes Willen. Es gibt solche Einzelfälle, die sagen, ich will nicht arbeiten, gibt es mit Sicherheit. Gab es aber früher auch schon. Das ist eine Generation, die sehr breit ist und da ist alles drin, von Superleistungsträgern zu Komplettversagern und alles dazwischen. Das ist ganz normal, das ist immer schon so gewesen. So, wie erreiche ich die als Arbeitgeber oder als Unternehmen, ne, im Marketing, in der Werbung, wie erreiche ich die? Erreiche ich die hiermit? Na, schwierig. Ja. Tageszeitung ist auf dem letzten Platz bei der jungen Generation, was Mediennutzung angeht. Tageszeitung ist schwierig. Radio, Tick besser, aber auch schwierig. Fernsehen tickt besser, aber nimmt auch dramatisch ab. Also klassische Medien, schwierig. Facebook? Ein junger Mensch hat einen Facebook-Account, aber er loggt sich nur ein, um zu gucken, wann Mutti Geburtstag hat. Sonst nicht. Übrigens, man hat lange Zeit geforscht, was das ja eigentlich sein soll, dieses komische Konstrukt, da wusste man lange nicht, da haben die Wissenschaftler haben da überlegt, was kann das sein und dann kam irgendwann raus, naja, das ist die Visualisierung des typischen Facebook-Users. Also Facebook ist tatsächlich nicht mehr der Kanal der Wahl, die sind da immer noch irgendwie gelegentlich mal drin, gerade die Älteren in der Generation, aber die Jungen gar nicht mehr, ne? Weil wir halt drin sind, so deswegen ist das irgendwie uncool, wenn der Mutti plötzlich Freund werden will, dann gehen wir da nicht rein. Was sie aber alle haben, das stimmt wirklich standardmäßig, das Smartphone. Also nicht so eins. Ja. Das ist meins, hier das 3210. Habe ich mal aufräumen gefunden neulich, hatte noch 2 Striche Akku. Ja, voll geil. Ich bin so alt, damals hieß der Hashtag noch Raute-Taste. Ja. Der Lieblingsjoke meiner Frau übrigens. Ist das so? Nein, ne? Ja, geht so. Ja, also Smartphone tatsächlich, ja. Smartphone für dich wichtig? Ja. Ne? Wenn man meine Generation fragt, Gen Y, was ist das prägende Element im Leben? Dann sagen wir Familie. Gen Z sagt Smartphone. Ja, das Hauptelement im Leben, da ist alles drin quasi, das ist Smartphone. Das ist ja auch so. Da sind sie groß geworden. Von klein auf, Smartphone ist halt einfach das Thema. Ist so. Deswegen, darüber erreiche ich sie auch. In Social Media. Und zwar wo genau? Social Media, Gen Z, wo sind die unterwegs? TikTok? Instagram? Instagram? YouTube? Snapchat, genau, das sind so die 4 großen. Sieht man auch hier schön, das ist die tägliche Nutzung der jungen Generation. Instagram, Snapchat, TikTok, auch Facebook, bei den Älteren dann, wie gesagt, bei so Ende 20 eher. Be Real spielt eine Rolle, na, nur bei Gen Z, darüber hinaus gar nicht. Nur Gen Z macht Be Real. Ansonsten eben so die kleineren hier, aber Hauptkanäle sind Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube. Das fehlt hier leider, ist auch mit drin. Da erreiche ich die als Arbeitnehmer, als Bewerber oder eben auch als Kunden. Da müsst ihr aktiv sein, wenn ihr die erreichen wollt. Da geht es keinen Weg drum herum. Ich muss da sichtbar sein, sonst wird es wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Übrigens ist TikTok für die Jungen eine Suchmaschine. Super spannend. Einer von 10 sagt bereits jetzt, dass sie lieber bei TikTok suchen als bei Google. Und über 60% tun das. Alle Älteren tun das weniger. Die Jungen suchen bei TikTok. Die gehen nicht mehr zu Google, die gehen zu TikTok. Schon mal gemacht? Dann da gesucht irgendwas? Ach, du bist das. Ne? Kein TikTok. Ja. Die allermeisten suchen Instagram. Suchst du da konkret? Ja, also wenn ich was brauche. Ja, ja. Was sucht man sonst? Wenn man nichts braucht, sucht man nicht. Aber ist so. Also Restaurants zum Beispiel, da guckt man bei Instagram, bei TikTok. Was ist in meiner Gegend gerade so angesagt? So, da ändert sich gerade massiv was. Für Google ein riesengroßes Problem übrigens. Ja, spannend. Also TikTok ist ein Ding. Als Employer-Brand, mal ein Beispiel dafür. Die Firma Ziel Abeck, ja, sitzt in Künzelsau. Machen Industrieventilatoren. Also weder sexy Standort noch sexy Produkt und den Namen kennt man auch nicht wirklich. Die kriegen keine Mitarbeiter. Schwierig. Ja? Weil ist zwar ein tolles Unternehmen, 100 Jahre alt, Familienbetrieb, so alles super, aber halt mega unsexy. Was machen sie also? Sie machen TikTok. Die haben bei TikTok einen Account aufgebaut, mittlerweile über 100.000 Follower und mit kurzen kleinen Videoclips machen sie sich dann Namen als Arbeitgeber. Beispiel sowas hier. Neun Sekunden, ja, oder 10 Sekunden, Produktionsvalue, Produktionskosten wahrscheinlich, wie viel? Nix. So, aber knapp 1 Million Aufrufe.
Die machen nur sowas, ne? So lustige Bürosituationen. Das ist immer der Chef, der so dargestellt wird, das ist einer der Abteilungsleiter. Übrigens, der ist nur Presse-, Öffentlichkeitsarbeitsleiter. Es hat nichts mit Vorstand zu tun oder so, aber der ist halt bekannt geworden darüber. Das ist der Rainer von TikTok mittlerweile, der ist bekannt. Und jetzt gehen die auf die Hannover Messe. Großer Stand. Am Stand stehen die Vorstände. Und da kommen Leute und fragen, ob denn der Chef nicht da wäre. Ist auch sehr geil. Fand der Vorstand nicht ganz so geil, aber ja. Aber TikTok ist ein mega Thema für die Jungen. Da, wenn die auf eine Arbeitgebermesse gehen jetzt, ne, und da einen Stand haben, der Stand ist voll. Weil die kennt man von TikTok. Die anderen, ja, so Telekom, klar, die haben einen großen Namen, aber da gehen die hin, weil sie die von TikTok sehen wollen. Die stellen darüber Leute ein, und zwar massiv. Der Leiter der IT wurde darüber eingestellt. Selbst die Kunden, die kaufen Großventilatoren, also ein paar Millionen, die Kunden kommentieren deren TikTok-Videos. Völlig verrückt. Also Mut, da braucht man ein bisschen Mut für. Letztes Beispiel ist er hier. Wer ist das? Du bist eine Frau, da wird es, ja, vielleicht, nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Hast einen Freund? Der wird das kennen, nämlich, wahrscheinlich. Wenn er in deinem Alter ist zumindest. Ja, dann würde ich sagen, dann würde er es kennen. Er ist immer Single, wenn jemand noch, ne? Ich versuche nur ein bisschen was hier so mal in Gang zu bringen. Sonst jemand? Kennt ihr jemand? Niki, wer ist das? Das ist der Gronkh, genau. Gronkh ist YouTuber. Ja, kennt keiner von euch. Also ist, keiner kennt den, richtig? Niemand. Okay. Also niemand von euch kennt den, der Gronkh. Gronkh macht Videos. Und zwar indem er spielt Videospiele, ne, und lädt das dann hoch bei YouTube oder streamt live bei Twitch. So. Kann man sagen, ich habe euch meine Kostprobe seines Schaffens mitgebracht. Das macht Gronkh hier. Ups. So. Ich will aber keinen Wandlauf. Ich würde gerne. Ich würde gerne die Treppe hochgehen. Gut, kann ich nicht. Ja, den Rest erspare ich, das geht immer so weiter jetzt, den Rest erspare ich euch. Er spielt halt. Und das gucken sich Menschen an. Jeden Tag übrigens ungefähr eine Stunde. Also das ist schon längere Sachen, keine kurzen Clips, das sind immer so eine Stunde Video pro Tag. Jetzt kann man sagen, wer guckt denn sowas an? Niemand eigentlich, oder? Naja, der Gronkh hat knapp 5 Millionen Abonnenten bei YouTube und keiner von euch kennt den, ne? 5 Millionen Abonnenten und seine Videos wurden 3,3 Milliarden Mal aufgerufen. Alles auf Deutsch, alles abseits vom Mainstream-TV oder so, einfach bei YouTube, nur ein Kanal von vielen, 3,3 Milliarden Videoaufrufe von immer so mehrere Minuten bis eine Stunde. Das ist schon ziemlich viel Zeit, die da drauf ging anscheinend. Ja, das ist schon Wahnsinn. Und keiner von euch, das ist eine richtige Parallelwelt, die da existiert quasi, wo die Jungen massiv Zeit verbringen. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr euch reinfühlt, ganz ehrlich, wer hat gerade gedacht, ey, die gucken sich an, wie ein anderer Spiele spielt, ist schon ein bisschen komisch so. Hand hoch, ganz ehrlich, wer hat es leicht in sich gefühlt, ihr könnt ehrlich sein, ist vollkommen okay. Ja, ist auch vollkommen in Ordnung. Darf man fühlen. Aber, was ich auch nicht wusste, da draußen gibt es Leute, die gucken sich jede Woche sogar an, wie 22 Multimillionäre Fußball spielen. Und das finden wir alle völlig normal. Hinterfragt niemand so, ne? Kennt man halt, war halt früher auch schon so. Neulich war Dart-WM. Da werfen nicht sehr sportlich aussehende Männer Pfeile auf Bretter, 180 Millionen Live-Zuschauer. Finden wir völlig okay. Das ist genau das Gleiche hier. Manche Menschen gucken gerne Kochsendungen im Fernsehen. Die gucken zu, wie andere kochen. Finden wir alle in Ordnung. Ja? Das finden wir komisch. Warum? Das ist genau das Gleiche. Da kann jemand was, was er gut macht, was er gut kann, was er unterhaltsam kann, was er sportlich kann, wie auch immer. Oder andere gucken sich es an. Lassen sich davon inspirieren, spielen das nach, berieseln einfach. Das ist einfach eine neue Form von Unterhaltung. So. Und nur weil ich es komisch finde, ist es nicht automatisch schlecht. Es ist einfach nur anders als früher. Juvenoia. Wir tun vieles, was man auch von außen betrachtet sehr komisch finden könnte. Deswegen, ein bisschen Mühe geben, die zu verstehen. Das fängt mit der Sprache an, zum Beispiel Emojis. Der Emoji hier ist mein Lieblings-Emoji, nutze ich jeden Tag zigfach. Ja. Wenn du jung bist, nutzt du den nicht mehr. Also bei jungen Menschen sehr unbeliebt, weil das halt ist, der den Papa immer in die WhatsApp-Familiengruppe reinpostet, so nicht so schick. Was stattdessen? Der ist beliebt hier. Keine Angst, das heißt, ich lache mich tot. Also hat nichts zu... Ist so. Hat nichts zu bedeuten, also alles gut. Oder auch, jetzt habe ich Papa geärgert, Mutti postet immer das hier in die Gruppe rein hier. Auch nicht mehr so beliebt, weil wegen Mutti. Stattdessen macht man den hier. Ja, das ist eher der Beliebte mittlerweile, genau der hier. So, letzter Punkt. Gebt euch ein bisschen Mühe, die zu verstehen einfach. Das ist so. Man muss nicht alles gut finden. Ne? Und ihr werdet auch nie voll verstehen, weil ihr einfach alt und die Jungen und so. Aber sich ein bisschen darauf einlassen einfach. Zuhören ist wichtig. Und zwar zuhören, um zu verstehen, nicht um zu antworten.
Ja, verstehen einfach, wie ticken die so, was bei denen so los im Leben, was haben die für Sorgen, für Ängste, für Nöte. Gerade die Ängste sind wichtig. Letzter Punkt für heute, die drei großen Ängste der digitalen Generation. Habt ihr die verstanden, seid einen großen Schritt weiter. Das ist die Angst vor dem und vor dem und vor dem. Und damit vielen Dank. Okay. Ganz kurz noch, wir machen noch ein kleines Video. Martin, komm mal kurz rauf. Folgendes, ich mache das Video bei jedem Vortrag. Ich spreche kurz in die Kamera, drehe mich um und dann müsst ihr einmal voll eskalieren. Also wenn ihr richtig Spaß hättet hier, ne? Ihr dürft aufspringen, euch ausziehen, schreien, was werfen, was immer ihr wollt. Ich mache das jedes Mal. Das heißt, meine Community hat den Vergleich mit anderen Städten und so. Also ich will jetzt keinen Druck machen, aber ihr müsst schon abliefern jetzt. Ne? Also, können wir das Licht ein bisschen dämmen hier vorne? Oder warte kurz, ist der Beamer, Sekunde. Wo ist der Beamer hin? Da. Einfach auf B. Genau. Der hat kein B hier, das ist ein Presenter. Okay, also ganz ruhig kurz. Und dann mache ich den hier. Und dann geht hier völlig die Post ab. Okay, 3 Sekunden lang, dann ist gut, haben wir es geschafft. Und was soll ich machen? Du bist einfach mit mir im Bild hier. Okay, Achtung. Ich bin gerade in Brüssel beim European Speaker Award. Das ist Martin Emrich, der Veranstalter. Und die Stimmung hier ist krass. Guck mal hier. Perfekt, vielen, vielen Dank. Danke euch. Viel Spaß noch. Einen großen Applaus für Felix Beilharz.